Ja, die NPCs reagieren sogar wirklich drauf. Ich muss sogar Strafe zahlen, wenn ich zu sehr stinke. Ich weiß nicht, ob jetzt auch die No-Name-NPCs drauf reagieren. Nee, die nicht. Aber die richtigen NPCs halten sich die Nase zu und halten Abstand. Aber die nicht. Die haben halt keine Seele. Die Statisten in dem Spiel. Die sind halt nur... Vielleicht existieren die nur in Yorks Kopf, wer weiß. So, letzte Zigarette. 18 Uhr, müssen wir doch noch. Xenomorph, stimmt. Auch ein guter Name mit X. Vielleicht heißt er auch Xenomorph. Ah. Wo kriege ich denn jetzt auf die schnelle Zigaretten? Oder... Ich gehe so lange Hunde verhauen. Ah ja, stimmt. Das ist eigentlich gar keine blöde Idee. Ich habe nämlich momentan in meiner Pistole einen Schrotflinten-Fetisch eingebaut. Ach, ich habe keine Munition aus dem Koffer genommen. Ich bin so blöd. Koffer. Das ist eine gute Idee. Irgendwo müsste es eigentlich immer so Campingstellen geben in der Wildnis. Und in der Nähe dieser Mülltonnen im Grunde, die man anzünden kann, das sind die Campingplätze. Da ist einer. Da sind auch immer Koffer. Perfekt. Perfekt. Da habe ich nämlich alles drin, was wir brauchen. Nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Munition raus und legen ein paar Pflaster rein, weil davon habe ich viel zu viele. Und holen uns noch ein paar Zigaretten. So. Schon besser. Ah ja, genau, auf jeden Fall wollte ich ja auch noch, das müssen wir nachher noch machen, Mensch, das vergesse ich immer. Ich habe jetzt nämlich durch einen magischen Weihrauchfetisch schießt meine Betäubungspistole jetzt Schrotflintenmunition. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber wir haben ja jetzt die Magnum-Munition bekommen. Nee, warte mal, Weihrauch ist für Skateboard. Die Voodoo-Puppen, die sind für die Pistole. Wir haben ja jetzt eine Magnum-Voodoo-Puppe. Die würde ich natürlich schon gern mal testen. Okay. Jetzt warten wir mal bis... Weiß ich nicht. Traue ich mich? Warten wir mal nur bis 20 Uhr, nach 20 Uhr, so zwischen 20 und 21. Und dann nochmal nach 22. Dann hoffen wir. Okay. Noch kein Xenomorph weit und breit. Hallo? Looks like a case of bad timings. Let's come back later. Na gut. Lass doch mal die Hunde in Ruhe. Aber ich betäub die doch nur. Das sind wilde Hunde, die müssen betäubt und dann geimpft und gereinigt werden. Deswegen mache ich das. Verstehst du das nicht? Dass man mit keinem Fetisch aus einem Schrotverschluss, doch mit echter Magie geht das, Mr. Hawkeye. Mit echter Magie geht alles. Du musst nur dran glauben. Dann geht das nämlich. So, dann rauchen wir jetzt nochmal bis 22 Uhr ungefähr. Und wenn er jetzt nicht da ist, dann weiß ich es auch nicht. Zack, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Mist, er ist nicht da. Aber das ist ziemlich sicher... Hier wohnt er, glaube ich. Ich glaube, das ist ziemlich sicher sein Haus. Ich glaube, das ist sein Auto. Stand das vorher schon da? Bin ich ein bisschen zu früh? Komm, steigt er jetzt gleich aus? Oder warten wir mal noch ein bisschen? Aha! Today the town feels kind of weird. Kind of weird, ja. Yeah. Würde ich auch sagen. Irgendwas stimmt nicht.
Was uns jetzt schon wieder hinteleportiert. Ihr habt ihr gesehen, er sitzt in seiner Autofahranimation in der Luft und wir fallen vom Himmel. Mit dem Priester damals haben wir ähnliche Sachen durchgemacht und das war nicht lustig. Doch, das war sehr lustig. Okay. Sehr scharfsinnig von dir, Special Agent. Ich glaube, Gott spricht zu uns. Xavier Xenomorph Johnson ist in Wirklichkeit Gott. Jetzt haben wir den Fall im Grunde gelöst. Auch am Sonntag gibt es bei mir einen Spezialcocktail, mein Sohn. Mein Sonntagscocktail ist der Brandy Milk Punch. Wie der Name schon sagt, gibt man dafür Brandy und einen Teil der Milch in einen Shaker. Dazu kommen noch Sirup und Eis. Nach dem Shaken füllt man Gottes Cocktailrezept. Nach dem Shaken. Eigentlich hatte das damals Moses schon gesagt, aber der hat stattdessen irgendwelche Fantasieregeln aufgeschrieben, weil ihm langweilig war. Schreibst du auch wirklich mit, Moses? Ja, ja. Nach dem Shaken sollst du den Punsch einfüllen. in den geeisten Kelch und die restliche Milch reinlaufen. Ein milder, süßer Drink wie dieser kann sowohl vor als auch nach dem Essen serviert werden. Ein Sonntag ohne Brandy Milk Punch ist für mich kein Sonntag. So sprach der Herr. Und deswegen trinken alle Christen auch heute noch sonntags Brandy Milk Punch. Ende. Vermutlich wegen der Milch. Milch am Sonntag gehört einfach irgendwie zusammen. Yeah. Hast du das gehört, Zack? Milch und Sonntag gehört zusammen. Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, aber für ihn ist das wohl eine Tatsache. Da kann man nichts machen. Und im Grunde kann es uns auch völlig egal sein. So, ich bin gespannt, was jetzt passiert nach der Ladezeit. Wo sind wir hier? Das Spiel ist sich auch nicht sicher. Oh oh, oh oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind und das könnte ein Problem werden, weil hier kommen wir nicht mehr raus. Weil die Tür ist, glaube ich, abgeschlossen. Der einzige Ausweg. Ich komme auch nicht zum Schnellreisepunkt. Shit. Ja, es ist ungünstig. Jetzt hätten wir unseren letzten Cocktail getrunken, ne? Wäre die Mission jetzt... Hätte ich nochmal gespeichert, Mensch. Verdammt nochmal. Alle Cocktails trinken. Eigentlich haben wir das gemacht, oder? Hier sollte man auch gar nicht mehr hinkommen, eigentlich. Das ist ein Storypunkt, der eigentlich schon abgelaufen ist, quasi. Übers Wasser gehen können wir, glaube ich, auch leider nicht. Was passiert, wenn ich jetzt da reingehe? Weil eigentlich sollte man da nur während eines gewissen Story-Abschnitts rein. White Russian haben wir früher immer gern getrunken. Wegen Big Lebowski. Über den Film wurde auch schon geredet in Deadly Premonition. So schließt sich der Kreis. Stimmt eigentlich, wundert mich, dass die gar keinen White Russian trinken. Okay, hier ist Koffer. Hier ist Telefon. Ich sollte hier lieber nicht speichern. Sonst haben wir ein Problem. Na gut, dann werden wir jetzt so schnell es geht leider das Spiel beenden und neu laden. Das hilft jetzt leider nichts, anders kommen wir hier nicht mehr raus. Genau, der Dude. Automatisch speichern. Ah, 20.10 Uhr, kurz bevor wir komisch wieder rumgeglitscht sind. Sehr gut. Nicht so schlimm wie beim Priester damals, aber auch blöd. Dass wir ausgerechnet in diesen abgesperrten Bereich geglitscht werden. Überall anders auf der Karte wäre es wurscht gewesen. Ah, Mensch.
Das Problem hat er anscheinend manchmal, wenn man an Türen klopft. Der Türklopf-Teleportationsglitch. Da werden bestimmt Speedrunner irgendwann mal genau rausfinden, unter welchen Bedingungen man wann, wo, was schafft und sich dann superschnell über die Map teleportieren. Theoretisch könnte man dann quasi wahrscheinlich schon relativ früh in dieses abgezäunte Gebiet. Wahrscheinlich, ja, das könnte funktionieren. Okay. Moment mal. Das ist jetzt aber 10 Uhr morgens, na, ist auch egal. Ist auch egal. Ich hätte jetzt noch mal gucken sollen. Ah, ich habe mich noch gar nicht an ein Auto gehängt. Mal schauen, ob wir ein Auto finden, das fährt irgendwo. Fällt mir gerade so ein. Das würde ich gerne mal noch testen. Aber es fahren so selten Autos hier rum. Das machen wir, wenn zufällig mal ein Auto uns über den Weg läuft. Wow. Mit ungefähr 8 Frames pro Sekunde sind solche Tricks extra schwer. Und umso cooler ist es, wenn man es dann trotzdem hinkriegt. Und mit Tricks meine ich einfach nur zwischen Bäume durch um Kurven fahren. Das alleine ist schon echt nicht leicht. Ah. Wo war denn gleich nochmal der Koffer da? Genau. Okay. Also, wir brauchen weniger Pflaster. Viel weniger. Mein Gott, habe ich viele Pflaster. Viel weniger Pflaster. Dafür ordentlich Munition und Zigaretten. So, mit den extra starken Zigaretten geht es jetzt gleich auch viel schneller als vorher. Und als i-Tüpfelchen speichere ich jetzt. Etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Okay. Außerdem klaue ich ihm noch schnell aus dem Briefkasten ein altes Seil, weil obviously ist das da drin. Und jetzt rauche ich eine starke Zigarette. Damit können wir nämlich, glaube ich, direkt wahrscheinlich bis 10 Uhr abends springen. Die ist nämlich so stark, da wird er nach dem Rauchen erstmal ohnmächtig und liegt dann da einfach mal 10 Stunden am Boden wahrscheinlich. Anders kann ich mir nicht erklären. So wird es wahrscheinlich sein. Der zieht einmal dran und dann schwarz vor Augen und weg. Da wandert sie, die Sonne. Oh, die hält doch nicht so lange, wie ich dachte. Aber wir speichern nochmal. Ja, macht er ja eh. Das ist ja gerade das. Das ist ja gerade das Witzige. Wenn man, also ich meine, ist auch ein bisschen makaber, das witzig zu nennen. Aber das Spiel spielt ja in zwei Zeitebenen. Und zwar hier in der Vergangenheit, 2005 und in 2019. Und 2019 hat der Charakter, so wie es aussieht, Krebs. Weil ich hier so viel rauche. Tja. Kann man nichts machen. Ich bin mir nicht sicher, ob er Krebs hat. Vielleicht irgendwas anderes Unheilbares. Ich habe nur immer, es sah aus, das Spiel suggeriert einem, es ist Krebs. Aber vielleicht stellt sich raus, es ist die mysteriöse rote Baumkrankheit oder so. Das kann schon sein.
Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Okay, nochmal speichern. Das wäre wirklich cool, ja, das stimmt. Zumindest die Art der Krankheit, wenn das dann anders erklärt werden würde, je nachdem, wie viel man raucht in der Vergangenheit, das wäre witzig. Oder wenn man ganz viel trinkt, dann irgendwie mit Leber oder so. Leberzirrhose. Das wär nett. Nein! Oh Gott. Aber hey, das kann man rekonstruieren. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nur doof halt. Ich höre sogar noch die Tür zugehen. Die Tür aus einer anderen Welt. Die Tür Gottes. Naja. Krebs wurde direkt erwähnt. Ach so, okay, das wusste ich nicht mehr. Ich dachte, es war nur so angedeutet. Dann ist es wirklich Krebs. Ja, ich weiß schon. Das ist natürlich makaber, wenn ich das als nett bezeichne. Aber die Idee wäre nett. Die Idee wäre nett, wenn das Spiel das so widerspiegeln würde. Das Verhalten in der Vergangenheit. Ich muss mir echt die Hauptstory weitermachen. Ich will ja wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Aber gleichzeitig will ich echt gern Nebenquests machen. So viele wie möglich. Weil wir bei unserem Playthrough vom ersten Teil so viele Nebenquests übersehen haben. Weil ich so durchgerusht bin. Und ich will diesen Fehler nicht wiederholen. Nie wieder. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. How about wir warten jetzt noch mal eine Stunde oder sowas. Und dann schauen wir weiter. Vielleicht muss ich noch ein bisschen warten, bevor ich noch mal bei ihm anklopfe. Eine extra leichte Zigarette. 11:30 ist doch so ein Barkeeper am Sonntag bestimmt noch auf, oder? Aber es brennt bei ihm zu Hause trotzdem kein Licht. Ich riskiere es noch mal. Ja! Today the town feels kinda weird. Geschafft! Yeah! Voll gut. Sehr cool. Okay, genau, das kennen wir ja schon. Aber ich dachte, jetzt haben wir alle getrunken. Wir waren jetzt jeden Wochentag bei ihm und haben den Cocktail getrunken. Jeden Tag. Bin mir ganz sicher, eigentlich. Und ziemlich. Warum ist die Quest jetzt nicht erfüllt? Dafür müssen wir $50 Strafe für Geruchsbelästigung zahlen. Today the town feels. Und er hält sich auch die Hand so vor die Nase. Ja, genau. Jetzt hast du alle meine Spezialcocktails probiert. Das heißt, du kennst jetzt jeden Ausdruck meiner Individualität. Hier in der Stadt gibt es gerade mal 50 Leute, denen das gelungen ist. Gibt es in der Stadt überhaupt 50 Bewohner? Und du bist jetzt einer von denen. Einer meiner wahren Freunde. Xavier Xenomorph, Professor X. Johnson, alias Gott, hat also 50 wahre Freunde. Das ist nicht schlecht. Moment mal, Xavier. Wie viele Leute haben Sie gerade gesagt? 50? Schon 50 Leute? Richtig. Und um ganz genau zu sein, sind es 57. Unter Freunden gibt es keine Hierarchie und keine Kosten-Nutzen-Rechnungen. Yeah. Hier, das ist ein Symbol unserer Freundschaft. Es soll jetzt dir gehören. Ein wunderschönes Rot.
Schön wie rote Ölfarben. Wie frisch gekaufte rote Ölfarbe, die man gerade erst aus der Tube gedrückt hat. So ein Rot ist das. Yeah. Du siehst ja ganz gerührt aus. Das freut mich. Bis dann, Special Agent. Zack, ich fühle mich so nebulös und inhaltslos. Ich glaube, Xavier hat mich irgendwie mit seinem was angesteckt. Ich hoffe, das ist nichts Bedenkliches. Müssen wir jetzt zum Arzt? Okay, eine der fünf Perlen. Jetzt haben wir schon drei der fünf Perlen. Mich würde wirklich interessieren, was wir kriegen, wenn wir alle fünf Perlen haben. Bestimmt was super Gutes. Oder auch nicht. Aber auch das würde ich gern rausfinden. Ohne mich zu spoilen, natürlich. Erspielen. Deswegen muss ich mal ganz kurz gucken bei Inventar Wichtiges. Wir haben jetzt die Perle der immerwährenden Nacht. Okay. Heiliges Blut, rot. Neuschnee. Weiß. So lila irgendwie und rot. Dann muss ich jetzt schnell in den Voodoo laden. Da spricht man Je ne sais quoi aus. Und was heißt Je ne sais quoi? Ah, wir sind leicht beschwipst, deswegen wanke ich so komisch durch die Gegend. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn jetzt wieder mit der Steuerung los? Wo ist denn der nächste Schnellreisepunkt? Ah, wollte ich nicht. So. Wieder mal mitten in der Nacht total betrunken Skateboard fahren. Durch magischen Fetisch Weihrauch super Speed gepimpt. Das ist eine gute Idee. Okay. Sehr gut. So ungefähr das gewisse Etwas. Wieder was gelernt. Je ne sais quoi. Das gewisse Etwas. Je ne sais quoi. Kann ich mir nie im Leben merken. Puh. Eine Ladezeit jagt die nächste.